Es kann der regionalen pro-russischen Volksvertretung auf der Krim nicht schnell genug gehen. Mit der nun formal erklärten Unabhängigkeit soll die rechtliche Grundlage geschaffen werden für einen Beitritt zu Russland nach dem Referendum am Sonntag. In der Hauptstadt Simferopol gemischte Reaktionen. Ich bin Russin und ich werde in jedem Fall dafür stimmen, dass die Krim unabhängig wird, egal was das Parlament entscheidet. Ich fürchte, wir sind schon ein Teil Russlands. Was mit denen geschieht, die das nicht wollen, ist völlig unklar. Wir warten zwar das Referendum am Sonntag ab, aber das Ergebnis ist jetzt schon allen bekannt. Die Reaktion aus Kiew lässt nicht lange auf sich warten. Das ukrainische Parlament fordert Russland auf, seine so wörtlich aggressive Politik einzustellen und seine Truppen abzuziehen. Wir müssen nun schauen, welchen Weg wir gehen und wie wir diesen wohl dramatischsten und schwierigsten Konflikt in Europa des 21. Jahrhunderts lösen. Es ist kein Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Das Vorgehen der Russischen Föderation zielt direkt darauf, das globale Sicherheitssystem zu zerstören. Aus dem russischen Exil meldet sich der entmachtete Präsident der Ukraine Janukowitsch zu Wort und gießt weiteres Öl ins Feuer. Er ruft die Streitkräfte der Ukraine zur Befehlsverweigerung auf. Er wolle zurück nach Kiew und an die Macht, obwohl selbst Russlands Präsident Putin keine politische Zukunft für ihn sieht. Die neuen Entwicklungen machen vielen Ukrainern auf der Krim Angst. Angst vor einer Zukunft als Teil Russlands.